This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, du hast es ja leicht gehabt. Wenn es bei mir so gewesen wäre, dann hätte ich das genauso gemacht. Darum geht's. Um diese Ausreden, um dieses, ja, der Mann hat es gemacht und boah, ich würde es ja auch sofort machen und genauso würde ich es machen, wenn ich die Umstände gehabt hätte und wenn das so und so wäre, dann wäre ich auch nach Kambodscha geflogen und hätte da irgendwie meinen Traum gelebt oder so. Und all diese Gedanken so, was man öfter von Menschen hört, so, das sind nur Ausreden meistens, weil man sich nicht bewegt und dann schiebt man es auf die äußeren Umstände. Und keiner hat es leichter als der andere. Für jeden ist es ein innerer Kampf, ein inneres Überwinden seiner Ängste, sich dem zu stellen. Und darum soll es in dem Video hier gehen. Dieses sich dem zu stellen und wirklich dann zu tun, zu handeln. Aus seiner Komfortzone rauszugehen. Die Komfortzone immer zu erweitern. Damit am Ende die ganze Welt die Komfortzone ist. Und viele schieben es immer eben auf die Umstände, dass sie ihren Traum nicht gelebt haben. Dass sie vielleicht, was weiß ich, keine Schneiderei aufgemacht haben und Kleider entworfen haben oder ja, dann doch einfach nur den Laden von den Eltern übernommen haben, was nichts Schlechtes sein muss. So ganz nebenbei, also wenn das das ist, was du machen möchtest, wenn es das ist, was dich erfüllt. Aber was ist es, was dich wirklich erfüllt? Das ist erstmal das, was man klären sollte und dazu braucht man Zeit. Man muss sich die Zeit nehmen, um wieder zu sich zu finden. Zu was fühlt man sich berufen, auf was würde man bestehen, jeden Tag zu machen, auch wenn man alles Geld der Welt hätte und alle Zeit der Welt, was würdest du einfach jeden Tag machen, was würdest du bestehen zu machen, auch wenn du kein Geld für bekommst. Und genauso geht es darum, eben auch mal, in einem anderen Video habe ich mal gehört, diese Mischung aus Sehnsucht und Angst, da reinzugehen, das, was eigentlich die Wünsche sind. So. Und diese Ängste sind nur immer das, soll ich jetzt wirklich mich da auf die Bühne zum Beispiel stellen, aber eigentlich ist es dein Traum, DJ zu sein. So. Aber du hast nur Ängste, vor Leuten zu stehen. Und weil du nicht aus deiner Komfortzone rausgehst, dich vielleicht erstmal vor eine kleine Menge stellst, vielleicht erstmal vor Freunde, vor Leute, die wussten, für dich nicht so schlimm erscheint und dann vielleicht mal eine größere Menge. Und dann merkst du, hey, es ist gar nicht so schlimm, es passiert nichts. Du stirbst nicht davon, wenn jemand lacht, selbst wenn was Schlimmes passiert auf der Bühne. Und wenn du das merkst, dahin gehst, wo deine Sehnsüchte sind, wo du merkst, hey, das sind zwar Ängste, aber die Ängste, das sind eigentlich nur ja, das sind kleine Stolpersteine auf dem Weg. Diese Ängste, die gilt es eben zu überwinden. Und das ist das, was einem dann wirklich Erfüllung gibt. Und keiner hat es leichter gehabt als du. Und viele denken so, mir fällt vielleicht alles irgendwie leicht oder in die Arme oder so. Es ist so, dass man innerlich geht es jedem gleich. Und es ist immer nur die Einstellung, die man zu einer Sache hat. Du kannst im Paradies leben, wenn es dir gerade scheiße geht und was weiß ich, du daran festhältst, dass deine Freundin dich verlassen hat oder dass dich jemand beleidigt hast, dann geht's dir dreckig, obwohl du im Paradies sitzt, am schönsten Strand oder auf dem schönsten Berg, auf einer Insel und dir geht's dreckig, dir geht's nicht gut, weil deine Gedanken dich runterziehen. Wie eben, gibt genug Studien, Lottogewinner, nach ein paar Monaten sind die genauso glücklich wie vorher. Genauso wie Leute, die querschnittsgelähmt sind oder im Rollstuhl hocken. Nach einem halben Jahr haben die wieder das gleiche Glückslevel wie vorher erreicht. Geht es wieder genauso. Es geht nur um die innere Einstellung. Diese äußeren Umstände, die können einen vielleicht mal kurz aus der Bahn lenken. Aber im Endeffekt
Es ist immer die innere Einstellung, die bestimmt, wie man die Welt sieht, ob man glücklich ist. Der Einzige, der dafür verantwortlich ist, ob du glücklich bist, bist du selbst. So. Und Selbstverantwortung ist Grundlage für alles. Wenn du glücklich werden willst und frei. Und ja, deswegen probier nicht die Schuld in den äußeren Dingen zu suchen, sondern geh dahin, wo dich deine Berufung, deine Sehnsüchte hinführen und nimm diese Ängste an, lass sie da sein und geh trotzdem deinen Weg, Schritt für Schritt. Genau. Macht's gut, Leute. Ciao.